Freestyle Motocross gehört zu den gefährlichsten Trendsportarten von heute. Dabei fliegen die Profi-Piloten über 20 Meter durch die Luft. Die waghalsigen Manöver sind nichts für jedermann. Angst ist halt schwierig, weil wenn man Angst hat, macht man Sachen nicht. Aber ja, man lernt damit umzugehen und man muss es einfach überwinden und Kopf ausmachen und dann funktioniert das. Die Fahrer versuchen sich mit immer spektakuläreren Sprüngen zu überbieten. Schwere Stürze und Verletzungen sind programmiert, gehören zum Berufsrisiko. Wenn man stürzt, sind es einfach nur unglaubliche Kräfte, die auf einen einwirken. Der Körper muss relativ viel abkönnen im Sport. Die Brüder Hannes und Luke Ackermann zählen zu den erfolgreichsten deutschen Fahrern. Hannes war mehrfacher deutscher Meister. Luke ist mit 16 Jahren der jüngste deutsche Profifahrer. Ich habe mit 3,5 Jahren angefangen, Motorrad zu fahren. Und meine Eltern haben mir das erste Motorrad gekauft. Der artistische Motorsport verlangt Disziplin und hartes Training. Mindestens 4 Stunden pro Tag sitzen die Profis im Sattel. Gefährlich ist es definitiv, aber ja, man kann über die Straße gehen, wird überfahren, kann man auch nichts dafür. An diesem Abend wird Berlin zum Mekka der Freestyle-Motocrosser. Dafür werden extra 2000 Tonnen Sand und Lehm in der Arena aufgeschüttet. Heute sieht es sehr, sehr gut aus. Gestern war ja noch komplett Baustelle. Also gestern Abend um 8 Uhr habe ich auch gedacht, wir müssen jetzt eine Nachtschicht machen bis morgens um 6 Uhr. Aber dann haben sie alle nochmal, wie man schon sagt, in die Hände gespuckt und nochmal Vollgas gegeben. Und ja, gestern hatten wir auch ein bisschen die Problematik, dass der Boden sehr, sehr feucht war. Er ist nochmal sehr, sehr gut durchgetrocknet. Und ich glaube, wir haben fast perfekte Bedingungen, damit wir in ein paar Minuten mit dem Training loslegen können. Wir hatten ja nur quasi einen Tag Zeit, um alles aufzubauen und da musste natürlich alles parallel laufen und es war sehr, sehr spannend, teilweise auch sehr, sehr nervenaufreibend, aber es macht ja auch immer wieder Spaß, wenn man dann vor dem vollendeten Ergebnis dasteht und sich dann gerade auch an den Zuschauern erfreuen kann, wie sie alle jubeln und wie sie begeistert sind. Ja, das ist, glaube ich, dann der Lohn der Arbeit. Luke und Hannes Ackermann werden an diesem Abend die Stars in der Arena sein. Die Brüder sind schon am Vortag angereist. Ja, wir sind gerade aus dem Hotel gekommen, haben schön gefrühstückt, gut geschlafen und gleich geht's Training los. Wir werden sehen, wie es wird. Ja, so ein bisschen aufgeregt ist man natürlich schon, aber wenn man dann das erste Training durchgefahren hat, ist eigentlich alles immer gut. Luke und Hannes gehören zu einem Dutzend internationaler Profifahrer im Freestyle Motocross, kurz FMX. Sie fahren in der Rennserie Night of the Jumps um die Weltmeisterschaft. Jo. Dieses Jahr ist relativ viel Neues drin. Also zum einen die Quarterpipe hier hinter uns. Dann hat man noch einen Sprung, wo man erst auf eine Anfahrt rausspringt und dann aus der Rampe rausspringt. Dieses Jahr halt ein bisschen was Neues drin. 11 Uhr morgens. Fahrerbesprechung vorm ersten Training. Hi everybody to Berlin. I think everybody was here before or at least at the Night of the Jumps event, so you practice, but you can also. Ja, also mit den Top-Fahrern untereinander, man sieht sich fast jedes Wochenende und man weiß halt nie, was die anderen unter der Woche gemacht haben, ob sie viel trainiert haben, neue Tricks haben und eigentlich ist es ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis, aber sobald man auf dem Motorrad sitzt, ist es halt Kampf gegeneinander. Bevor es in die Arena geht, muss jeder Fahrer einen Bogen mit Fragen zur gesundheitlichen Verfassung ausfüllen. Es geht eigentlich nur um medizinische Vorgeschichte, dass die Ärzte einfach Bescheid wissen, was war, wo sie drauf achten müssen. Es ist einfach nur eine Sicherheitssache. Natürlich, also es ist eigenes Risiko und natürlich wird man verarztet und alles, also es wird sich um einen gekümmert, aber es ist wie gesagt eigenes Risiko, was man hier eingeht. Die bisherige Bilanz von Hannes, ein Armbruch, 3 Wirbelbrüche und 2 Kreuzbandrisse. Auch Luke hatte schon Blessuren. Also das hier sind Orthesen. Die sind extra für mich angepasst, weil ich schon eine Knie-OP hatte und mein Knie schon kaputt war. Und Hannes hat die gleichen. Und ja, es ist einfach dazu da, dass man das Knie nicht verdrehen kann. Wenn man jetzt irgendwie mit dem Fuß von der Fußrasten abrutscht und dann ja, mit dem Bein auf dem Boden landet, kann einfach nicht so viel passieren. Und ja, dafür sind die da. Also es passiert oft, dass man sich schnell was bricht. Es reicht schon ein ganz kleiner Sturz, irgendein doofer Fehler, den man mal schnell macht. Heute haben die FMX-Fahrer ihre eigenen Motorräder dabei. Normalerweise werden die Maschinen vom Veranstalter vor Ort für den Wettkampf gestellt. Spezialzubehör müssen die Fahrer aber selbst mitbringen. Obligatorisch? Der Spickzettel mit dem Sprungprogramm.
Mein persönlicher Lieblingssprung ist der 9 O'Clock. Er macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Man legt das Motorrad schief und springt dann davon ab und macht quasi diesen 9 Uhr, wie der Zeiger auf der Uhr steht. So steht man quasi in der Luft. Und ja, es ist einfach mein Lieblingstrick und es macht mir unglaublich Spaß, den Trick zu machen. Hannes und Luke checken die Form der anderen Fahrer. Konkurrenz ist natürlich immer da. Man weiß halt nicht, ob die neue Tricks haben oder halt nicht. Man weiß, auf welchem Stand man selber ist. Und das verrät auch keiner, wenn einer einen neuen Trick hat oder so. Aber man sieht's ja dann. Freestyle Motocross bedeutet nicht einfach nur im Sattel sitzen, sondern ist auch Akrobatik. Ja, ist natürlich Leistungssport und warm machen ist sehr wichtig. Weil wenn man kopfüber am Motorrad hängt und die Schulter rausfällt, ist nicht so gut. Und deswegen ist halt Aufwärmen sehr wichtig. Erster Trainingslauf für die Brüder Ackermann. Die Fahrer müssen sich mit dem Parcours vertraut machen und geben sich auch unter Konkurrenten gegenseitig Tipps. But on top, just jump pretty short and then. Because I just made it on top. Ja, es geht um die eine Rampe, die ist relativ schwierig zu fahren. Und ja, ich gebe den anderen auch Tipps, wie es am besten zu fahren geht. Vielleicht wird es ja noch verschoben, ein Stück nach vorn. Dann geht es einfacher und besser. Aber es muss aus jeder eine Runde durchfahren und dann wird entschieden. Wie ist der erste Eindruck so von der Piste? Du hast schon die Sprungfältchen da, ist natürlich anstrengend. Wie ist es? Ja, es ist, Strecke ist gut, fühle mich gut. Ich muss noch mal einen Flip, ne? Ist natürlich ganz schön warm hier drin. Besser als draußen, aber gehört dazu. Im Prinzip war es schon ganz okay. Erstes Training ist immer so ein bisschen kompliziert. Man muss sich erst an die Rampen gewöhnen und es gibt dann immer so ein bisschen Diskussionen. Weil der eine findet die eine Rampe besser und dem anderen gefällt die Rampe besser. Und von daher wird es jetzt besprochen und dann geht's weiter. Die Fahrer haben Mitsprache beim Aufbau des Rundkurses. Schließlich geht es um ihre Sicherheit. Michael just said, no jump, more dirt, so we have a longer run-up. Maybe it's not slippery, but it looks slippery, so. Fabian Bauersachs war früher selbst FMX-Profi. Er weiß um die Nöte der Fahrer. Heute arbeitet er für den Veranstalter der Rennserie. Also jetzt haben wir gerade noch mal Fahrerbesprechung gehabt nach dem ersten Training. Das ist immer so, wo die ganzen Fahrer mal ausgecheckt haben, wie stehen die Rampen, passt die Distanz, funktioniert alles von der Ausrichtung her. Und jetzt haben sie eigentlich beschlossen, dass die 9-Meter-Radius-Rampe auf der Stage, wo steht, einen Meter weiter vor soll, weil die Landungen sind ziemlich weich, also man hat immer ein paar Löcher drinnen. Und von der Anfahrt war es eben kurz, und zwar die Überlegung, ob wir den Anfahrt auffüllen, da einen Meter mehr hinbringen. Aber ist einstimmig beschlossen worden, wir schieben die Rampe vor, ist sicherer. Und das machen wir jetzt noch, dass die nächsten zwei Trainings nachher ohne Probleme vonstatten gehen. Das Vorziehen der Rampe ist Maßarbeit. Die Anlage muss vor der Inbetriebnahme noch vom TÜV abgenommen werden. Ja, jetzt so. Lass. Die Flex, lass. Wir haben jetzt die Rampe ein Stück vorgeschoben. Und meistens ist es dann so, dass er aus der Richtung auch ein wenig sich rausdrückt. Und jetzt muss ich noch mal gucken, dass sie wirklich, wenn sie in der Mitte springen, dass sie in der Landung hinten sauber reinkommen. Und das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt da das Loch noch zumachen für die Auffahrt. Und dann geht's weiter mit dem zweiten Training. Ein eingespieltes 25 Mann starkes Aufbauteam sorgt für den reibungslosen Ablauf. Ob das Training mit der neuen Distanz jetzt besser klappt? Luke und Hannes sind schon in Startposition. Ich gehe einfach nochmal meinen Lauf durch vorm Fahren. Gucke, welchen Trick ich auf welche Rampe mache und versuche das dann alles durchzuziehen. Und dann ist alles gut. Es ist verdammt anstrengend, sieht verdammt leicht aus. Glaubt man gar nicht, aber auch nach dem Lauf mit 8 Sprüngen, die 90 Sekunden, die sind knallhart. Also man darf sich auch keine Fehler erlauben. Ich meine, bei den Höhen, wenn man da abstürzt, ist nicht so gut. Und? Wie lief's? Naja, hätte besser laufen können. Ein paar Schwierigkeiten noch, aber. Ja, sah doch an sich ganz gut aus, so wie es. Bei dir auch. Also ja. Drittes Training, in welchem ich dann noch 1-2 Kombos trainieren. Jetzt bin ich relativ happy. Hat alles gut geklappt. Ich habe
Trick, den ich vor längerer Zeit gemacht habe und wegen meinem Knie nicht machen konnte, jetzt endlich wieder gemacht und es hat sich ganz gut angefühlt. Es ist einfach so beim Freestyle, dass man nichts erzwingen kann. Man kann einfach nur, wenn man Spaß am Fahren hat, desto mehr Spaß man hat, desto mehr klappt. Die Karriere der zwei Brüder begann im thüringischen Niederdorla. Die Eltern betreiben dort eine Gärtnerei. Doch Hannes interessiert sich mehr für Motorräder als für Blumen. Ich habe mit 8 Jahren angefangen, Motocross zu fahren. Und dann mit 10 bin ich zum Freestyle gegangen. Und ja, es fing natürlich ganz klein an. Wir haben uns das Stück für Stück aufgebaut. Und ja, jetzt bin ich in der Weltmeisterschaft angekommen. Und es läuft. Ja, jetzt verdiene ich mein Geld damit. Also ist schon ein Traum, der wahr geworden ist. Hannes ist einer der wenigen deutschen Topfahrer, die von dem Sport leben können. Der 26 Jahre alte Motocrosser ist vierfacher deutscher Meister. Im Ort sind 2 Mann Motorrad gefahren, also Motocross. Und ich fand das als kleiner Junge sehr ansprechend. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, ob er mir mal ein Motorrad ausleihen kann. Das hat er gemacht. Und das Wochenende drauf wollte ich das wieder haben. Und ja, nach dem 3. Mal hat er dann gesagt, jetzt ist Schluss, ich kaufe dir eins. Und so bin ich zum Motocross gekommen. Hab meinen Vater dadurch ein bisschen angesteckt und er hat sich dann eins gekauft, aber nach den ersten 2 Stürzen hat er dann gesagt, er hört wieder auf. Aber du hast weitergemacht? Ja, natürlich. Also ohne Motorrad kann ich mir ein Leben nicht vorstellen. Ist einfach das Beste. Die Motorräder sind handelsüblich, müssen aber für den Sport modifiziert werden. Freestyle Motocross Bike ist individuell, also diese Hebel hier zum Beispiel, Flip-Hebel, sowas kriegt man eigentlich nur von Freestylern, für Freestyler. Einige Sachen müssen wir ändern. Also wir haben hier vorne zum Beispiel das Grip-Tape, kommt aus dem Skateboard-Sport, ist einfach nur da, um möglichst viel Halt zu geben für die Füße, wenn wir hier unterhaken. Die Flügel sind auch dazu da, also dass die Füße einfach nicht weiter hochrutschen. Dann haben wir einen höheren Lenker, dass wir einfach mit dem Bein besser durchgehen können. Unterm Lenker ist ein Lenkungsdämpfer, den kann man hart oder weich stellen, dass der Lenker einfach gerade bleibt in der Luft. Dann haben wir den ganzen Sitz einfach flacher gemacht, um besser mit dem Bein nach links oder rechts zu kommen. Und dann haben wir hier den Luftfilterkasten ausgeschnitten, so große Grifflöcher, um einfach C-Grab-Tricks machen zu können. Das heißt, wir greifen hier dran und machen unsere Füße nach oben oder hinten oder ja, wie man will. Hannes' jüngerer Bruder Luke kommt von der Schule. Der 16-Jährige büffelt gerade für das Abitur. Guten Tag. Na, Junge. Na, machst du Schule? Wie war's? Grüß dich, Junge. Du schraubst schon wieder hier, oder was? Ja, Luftfilter ist kaputt. Luftfilter ist dreckig. Na dann, auf geht's. Ich will gleich fahren können. Luke nutzt fast jede freie Stunde zum Training. Ja, es verträgt sich echt ganz gut. Ich gehe nach der Schule direkt fahren und dann mache ich meine Hausaufgaben so, was ich zu tun habe. Und von daher passt das eigentlich. Seit diesem Jahr mit 16 darf er auch mit den Großen fahren, um die Weltmeisterschaft. Also wenn ich vor allen Dingen meinen Bruder sehe, der früh aufsteht und nichts anderes außer Motorradfahren macht, das ärgert einen schon, dass man dann noch in die Schule muss und anders fahren gehen kann, wobei er schon früh fahren gehen kann. Aber im Prinzip sagt man sich dann immer noch so 2 Jahre und dann kann ich das auch. Und von daher muss ich es durchziehen und dann kann ich das auch so machen. Hannes ist mit 14 FMX-Jahren schon ein alter Hase. Er schaffte es in die Top 10 der Weltrangliste. Davor fuhr er 2 Jahre Motocross, auch mit Erfolg. Also hier sehen wir die Überbleibsel meiner Motocross-Karriere. Für jedes Rennen, Trampolin ist auch dabei. Das habe ich damals mal gemacht, Akrobatik. Und hier ist zum Beispiel aus meiner ersten offiziellen Motocross-Laufzeit habe ich gleich die Meisterschaft gewonnen. Das ist das Ding. Und ja, die anderen sind vom Motocross Racing und die vom Freestyle. Die wichtigsten habe ich jetzt bei mir zu Hause in der Nähe von Schwerin. Ja, und das sind nicht alle. Ist man da schon stolz darauf, wenn man so überblickt über die ganze Karriere jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Also Karriere ist gut gelaufen bis jetzt und man ist natürlich stolz, wenn man die ganzen Dinger hier sieht. Es sind Staubfänger, aber auch Trophäen und man erinnert sich gern zurück an die Zeit. Luke trat schnell in die Fußstapfen des 10 Jahre älteren Bruders. Ich habe mit 3,5 Jahren angefangen, Motorrad zu fahren. Und ja, meine Eltern haben mir das erste Motorrad gekauft dann. Und dann ging die Sache eigentlich so richtig los. Mein Bruder ist halt noch 2 Jahre Rennen gefahren, was bei mir nicht der Fall war. Und ich bin quasi schon immer in dem Sport und es macht mir einfach unglaublich viel Spaß zu fahren. Und ja, auch wenn man mal hinfällt und mal ein paar Wochen verletzt ist, man freut sich einfach nur drauf, wieder aufs Motorrad zu steigen und endlich wieder zu fahren. Der Jüngere bekam die ersten Sprünge von Hannes beigebracht. Beide leben für den Sport. Ja, das ist das Familienwappen von unserer Familie, mein Nachname. Zündkerze mit Flügeln, ein Kolben, ein Auge, Waffen, Rampe, also alles das, was mir Spaß macht. Hier auch noch ein paar Motorradteile. La Familia, für die Familie halt. Und ja, das ist eigentlich alles. aus Liebe zum Motorsport und zur Familie, oder wie kann man das sagen? Ja, also Familie, Motorsport, gehört ja alles zusammen. Und ja, deswegen habe ich mir das machen lassen. Hannes hat schon einige schwere Verletzungen hinter sich. Auch Bruder Luke blieb vom Rennzirkus nicht verschont. Prellungen und Schürfwunden gehören zum Alltag. Vor kurzem von einem Unfall. Ich war in Australien zum Trainieren und bin dann 5 Tage bevor ich abgereist bin, beim Training relativ stark gecrashed. War direkt ohnmächtig und wurde dann ins Krankenhaus abgeliefert und durfte dann aber wieder gehen zum Glück, weil ich doch nichts hatte. Es war nur eine Prellung in der Schulter. Die spezielle Montur soll vor lebensgefährlichen Verletzungen schützen. Das ist das sogenannte Neck Brace. Es dient halt dazu, wenn man einen Helm auf hat, kann man den Kopf nicht über einen gewissen Winkel drehen und hilft halt dafür, dass keine Nackenverletzungen entstehen. Wirbelsäulenverletzungen gehören zu den häufigsten Unfallschäden beim Freestyle-Motocross. Berlin-Friedrichshain. Wo sonst die Eisbären Berlin Eishockey spielen, werden am kommenden Abend Freestyle-Motocrosser über Rampen springen. Eine logistische Herausforderung für das Aufbauteam. Stopp. Wir haben ja nur so 14 Stunden Zeit, um den ganzen Aufbau zu machen. Und da ist es unmöglich, irgendwie 2000 Kubikmeter Erde reinzufahren. Zunächst musste die Eisfläche in der Halle abgedeckt werden. Das Problem dabei? Die geringe Belastbarkeit des Bodens. Damit man natürlich sehr, sehr viel Erde einsparen kann, haben wir eine mobile Landerampe aufgebaut. Und man sieht, die Landerampe hat die Form eines Landehügels. Und die wird jetzt quasi nur noch so mit ganz wenig Erde beschichtet. Da kommen jetzt noch so 40 cm Erde drauf und dann ist es im Prinzip genau wie eine Erdlandung. Falls doch mal jemand zu kurz springen sollte, werden da so Luftkissen davor gestellt. Es kam schon mal vor, dass jemand einen Benzinhahn vergessen hat und er ist dann irgendwie bei unserer Landerampe bei uns dann vorne reingesprungen. Oder wenn das Motorrad mal versagt, dann ist er mal vielleicht auf den Luftsack oben drauf gesprungen und ist schon ganz gut, sowas zu haben. Frank Enders organisiert den Aufbau und ist verantwortlicher Streckendesigner. Ja, jetzt sieht man noch mal ganz gut hier, ist gerade wieder ein bisschen Erde gekommen. Und die Baggerfahrer, die modellieren jetzt quasi der Hügel. Einer bringt die Erde ein bisschen näher ran. Es sieht schon sehr, sehr spektakulär aus, wenn man überlegt, der Bagger da oben auf den Strohballen, der hat ja auch ein Gewicht von 8 Tonnen. Und die bewegen sich in Schräglage auf 4 Metern Höhe. Wir haben jetzt hier Stroh untergebaut und damit wir beim Abbau wissen, wo quasi das Stroh aufhört, wo es anfängt, mache ich jetzt mal ganz kurz ein Foto. Und dann sieht man das, glaube ich, ganz gut. Dann können die dann quasi mit dem Bagger reinstechen, ohne dass wir das ganze Stroh zerstören. Hannes und Luke Ackermann trainierten zuerst auf einem Gelände in Niederdorla. Weil sich die Anwohner über Lärm beschwerten, mussten sie auf einen Sportplatz am Ortsrand ausweichen. Ja, mein erster Rampensprung war mit 10 und es war schon eine gute Erfahrung, also es hat Spaß gemacht. Also es ist einer vor mir weggefahren, dass ich ungefähr die Geschwindigkeit hatte. Drüber fahren musste ich dann selber. Ja, war einfach super. Dann haben wir die Rampe nachgebaut und eine eigene Landung gebaut und dann bin ich jeden Tag gesprungen. In Eigenregie bauen Hannes und Luke Landehügel und weitere Rampen auf.
Sie lernen die neuesten Tricks aus den USA mit gefährlich klingenden Namen wie Cliffhanger oder Suicide Flip. Ja, beim Tsunami geht es darum, das Motorrad möglichst steil, also eine Senkrechte zu bringen und dann einen Handstand sozusagen nach oben zu machen. Ja, dann zum Beispiel beim Rock Solid greift man mit beiden Händen hier hinten rein, lässt einmal komplett gehen, fängt wieder auf und zieht sich wieder zurück. Das ist ein ziemlich schwerer Trick, aber sieht halt gut aus. Mehr als 30 Figuren beherrschen sie bereits und es kommen immer neue dazu. Ja, also mein schwierigster Trick ist der sogenannte Heart Attack Backflip. Das heißt, man macht erst einen Rückwärtssalto, also man zieht ziemlich kräftig am Lenker. Wenn man dann kopfüber ist, greift man mit einer Hand hier hinten rein und streckt sich dann so aus. Und dann steht man halt kopfüber, also das Motorrad ist über einem und man guckt in Flugrichtung nach vorne. Muss dann natürlich wieder zurück und die Drehung zu Ende machen, also das ist schon nicht ganz so einfach. Um im Profigeschäft mitzuhalten, müssen Luke und Hannes sich immer neue Sprünge ausdenken. Im Prinzip muss man so gut wie alles beachten. Also es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Man muss einfach schon mal wissen, wie weit die Rampe steht. Da fängt es nämlich schon an. Und dann muss man wissen, wie viel Gas man geben muss. Die Bedingungen sind immer verschieden. Und von daher muss man das einfach ganz genau wissen, um halt keine Verletzungen oder sowas zu bekommen. Mit nur 16 Jahren weiß Luke, was es heißt, wenn es um Berufsrisiken geht. Ich habe mir schon ziemlich oft was gebrochen. Ich habe schon zwei gebrochene Schlüsselbeine, ein gebrochenes Schulterblatt, ein Kreuzbandriss und einen Zeh gebrochen. Und es passiert oft was. Ja, ich habe in den letzten 4 Jahren, wie gesagt, 4 Stürze gehabt und 4-mal was gebrochen. Und ja, 10 Minuten braucht ungefähr mittlerweile, wissen wir es, der Krankenwagen, bis er hier ist. Und ja, also von daher, Nummer kennen wir. Und er ist eigentlich ziemlich schnell hier. 6 Minuten hat er gebraucht. Das letzte Mal. Luke hat schon einige Weltrekorde aufgestellt. Mit 12 Jahren sprang er als jüngster Fahrer einen Backflip. Das Abitur will der 16-Jährige noch durchziehen, auch wenn er jetzt schon bei den Profis mitfährt. Im Prinzip bin ich auch ein ganz normaler Junge und bin an sich auch ziemlich ruhig. Aber wenn ich dann auf dem Motorrad sitze, bin ich wie ein anderer Mensch, will ich mal sagen. Es macht mir einfach Spaß zu fahren und gehe immer an mein Limit. Man muss sich dann irgendwann doch schon Grenzen setzen, wo man dann sagt, ja, jetzt muss ich einfach aufhören und das hat dann keinen Sinn mehr. Aber Angst ist schon ab und zu dabei, vor allen Dingen bei neuen Tricks, wenn man jetzt was probiert. Aber im Prinzip darf man sie nicht haben beim Fahren. Man muss einfach nur Spaß haben beim Fahren und ich denke, das ist einfach das Beste, um was Neues zu lernen. Um neue Tricks zu lernen, ist auch Emma McFerrin heute hier. Sie ist die erste weibliche FMX-Fahrerin Australiens. Wir haben hier Emma McFerrin zu Besuch bei uns, trainiert ein bisschen, fährt ein paar Shows und ja, solange sie hier ist, wohnt sie bei meinen Eltern vorne und trainiert mit uns zusammen. Emma sprang als erste weibliche Fahrerin einen Rückwärtssalto. Die 26-Jährige startet in Australien in großen Shows. Nun steht auch Europa auf ihrem Plan. Heute werde ich hier zum ersten Mal auf der Achterrampe über eine Distanz von 20 Metern springen. Ich übe dafür schon länger, taste mich langsam ran. Den Sprung würde ich dann gerne einmal in einer Show zeigen. Noch gibt es keine eigene Frauenklasse. Sie möchte daher langfristig bei den Männern mitspringen. Ich fahre seit 4 Jahren Freestyle, davor 8 Jahre Motocross. Mein Bruder hat mir beigebracht, wie man springt, und nun bin ich hier in Deutschland gelandet. Gut, um auch jemanden zum Trainieren, also jemanden anderen zu haben, weil so pusht man sich einfach noch viel mehr und man lernt viel dazu. Und von daher ist es eine echt coole Sache, dass sie hier drüben ist und mit uns zusammen fährt. Der Sport ist international, es gibt aus jedem Land nur ein paar, die das machen. Und ja, deswegen fährt man hier mal dort. In Berlin läuft der Countdown für den Aufbau der Night of the Jumps. Sand und Lehm werden auf den Landehügeln modelliert. Streckendesigner Frank Enders hat alle Hände voll zu tun. Der ganze Tag ist größter Stress. Wir haben eine ganz neue Rampe dabei, also eine Quarterpipe. Und müssen wir dann sehen, dass wir die auch gut positioniert bekommen. Die schanzenartige Konstruktion soll die Fahrer noch weiter in die Höhe katapultieren. Na, wir haben jetzt gerade mal die Rampen ausgemessen. Die waren im letzten Jahr ein bisschen kurz. Da hatten wir 23 Meter, jetzt haben wir so 24 Meter gestellt. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt in diesem Jahr aussieht. Wahrscheinlich ist es ja zu weit.
weil die Anfahrt vielleicht dann ein bisschen anders ist. Es gibt immer so verschiedene Messpunkte. Wir messen zum Beispiel bis zum bestimmten Punkt, die Fahrer, die nehmen einen anderen Messpunkt. Und wenn die natürlich, wenn wir denen erzählen, die Rampe steht auf 22 und ich stehe aber in Wirklichkeit auf 24 und es fehlen dann am Ende 2 Meter und dann geht der Sprung ein bisschen kurz. Und dann schlagen sie halt oben auf dem Hügel ein. Damit das Risiko einer harten Landung möglichst gering ist, üben Freestyle-Motocrosser schwierige und neue Sprünge zuerst in einem Schaumstoffbecken. Ja, das ist das sogenannte Foampit, große Schaumgummigrube. Haben wir halt zum Trainieren von neuen Sachen. Wird mein Bruder gleich machen. Hier haben wir einen Kran, um das Motorrad wieder hier rauszukriegen. Weil sonst wäre es ein bisschen schwer zum Anheben. Das Foampit ist dazu da, um neue Tricks zu machen, zum Beispiel Backflip oder Backflip-Kombinationen. Und ich habe hier natürlich auch meine ersten Backflips reingemacht. Und ja, jetzt mittlerweile trainiere ich Kombinationen im Backflip. Und um einfach sicher zu gehen und falls man halt doch mal daneben greift, kann man hier halt abspringen und es tut nicht ganz so weh, wie wenn man es direkt auf Erde machen würde. Ich habe zum Beispiel meinen ersten Backflip ins Schaumgummi gemacht. Ich habe erst mit dem Fahrrad Backflip gemacht, dann mit dem Minibike, also mit den kleinen Motorrädern, dann ja mit den großen. Und das hat mir ungefähr ein Jahr hat es gedauert, um das echt mit dem großen dann hinzukriegen. Und es waren über ein paar hundert Stück, die ich da reingemacht habe. Und ja, man braucht das Training einfach. Den Schaumstoff haben die Brüder bei einem örtlichen Produzenten gekauft und in Blöcke zurechtschneiden lassen. Ja, er hat gerade Surfer Takeoff, das heißt, er steht auf der Sitzbank. Dann macht er einen Backflip, also zieht, Rückwärtsrolle. Dann springt er nochmal ab vom Motorrad und dann wieder drauf und rollt sich halt ein und dann geht die Rotation zu Ende und dann steckt man da so drin. Hat funktioniert, so wie ich erkennen konnte. Mir hat das gerade ein bisschen wehgetan, bin ein bisschen schief reingekommen. So also ein bisschen Hüfte, aber alles okay. Aber hat der Trick jetzt so geklappt, wie du gedacht hattest, oder wie war's? Ja, war gar nicht so schlecht. Ich hab's noch hingekriegt, wieder zurückzukriegen, aber war nicht ganz perfekt. Mit oder ohne Schaumstoff, die Schwerkraft bleibt. Auch muss das Motorrad schnell aus dem Becken geholt werden, weil sich sonst der Schaumstoff an der heiß gelaufenen Maschine entzünden könnte. Ein Schaumstoffding ist ja doch irgendwie heftiger als man denkt, ne? Wahrscheinlich. Ja, also viele Leute denken, es kann nichts passieren in so einem Schaumgummibecken, aber im Prinzip ist es echt einfach nur anstrengend, im ersten Sinne da reinzuspringen jedes Mal. Und es kann so einiges passieren. Und ja, es geht halt nicht um alles so, wie man das will. Zu Hause schauen sich Luke und Hannes nochmal ihre neuen Sprünge an. Ob Timing und Ausführung stimmen. Manöverkritik unter Brüdern. Ein neuer Trick, den er probiert hat. Also Surfer Takeoff Tsunami Flip. Und den Lenker weg. Ja, da hört man den Einschlag noch. Man hat zum ersten eine andere Gewichtsverteilung. Dann steht man auf dem Sitz, wo Schaumgummi drunter ist, was sehr wackelig ist. Und nicht so leicht zu kontrollieren, will ich jetzt mal sagen. Und ja, es ist was Neues, es machen noch nicht so viele. Und dann noch ein Tsunami-Backflip dran zu hängen, hat bis jetzt nur einer gemacht. Und ja, mal sehen, gibt hoffentlich ein paar mehr Punkte im nächsten Lauf. Doch jeder neue Sprung bedeutet auch ein neues Risiko. Hannes stürzte im vergangenen Jahr schwer bei einem WM-Lauf in Riga. Nach einem Flintstone schaffte er es nicht auf sein Bike zurück. It's the most famous crash ever. Also ich bin nicht rechtzeitig zurück auf mein Motorrad gekommen und dann hat es mich halt nochmal ausgehebelt und dann bin ich ziemlich weit unten gelandet und wie man sehen kann, war ich ausgenockt und das auch für ziemlich lange Zeit.
Ich habe mir 4 Rippen gebrochen und Lunge punktiert. Deswegen durfte ich auch nicht nach Hause fliegen und musste noch eine Woche da bleiben. Ein Sturz aus 8 Metern Höhe. Doch FMX-Fahrer sind hart im Nehmen. Ein Arzt hat gesagt, 6 bis 8 Wochen. Und meine erste Show war nach 6 Wochen und da bin ich aber wieder gefahren. Unter Schmerzmittel, aber es hat funktioniert. Auch Emma McFerrin überstand einen regelrechten Horrorcrash. Sie stürzte vor 2 Jahren bei einer Show in Australien. So I only broke that one. I feel like you're slow-mo, you see. Just for Elena, take this one off. It's not so bad, but jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Im Krankenhaus wollte ich das Video lange nicht sehen. Als ich es dann sah, konnte ich kaum glauben, dass ich noch lebe. Ein Sturz mit schweren Folgen. 4 months off. Ich war 4 Monate raus. Ich brach mir einige Rippen und hatte eine Gehirnerschütterung. 4 Monate konnte ich nicht fahren. Dann begann ich mit leichteren Sachen. Heute mache ich wieder große Sprünge. Showdown in Berlin. Hier treffen heute Abend die besten FMX-Fahrer aus aller Welt aufeinander. Hannes und Luke machen sich Sorgen um ihren Lauf. Also unsere Startposition ist eher weniger gut, weil noch so viele hinter uns kommen und die Judges dann unsere Läufe vergessen sozusagen. Oder halt der erste Fahrer hat es am meisten richtig schwer, weil an dem wird erstmal eine Punktzahl festgesetzt und dann wird halt entschieden, wer besser oder schlechter war. Und je nachdem werden halt die Punkte verteilt. Ich habe halt immer die Erfahrung gemacht, dass je weiter hinten du startest, desto besser ist es für dich. Vor dem Rennen gibt es die sogenannte Pit Party. Hier können die Fans ihre Idole hautnah erleben. Das Interesse ist halt sehr groß. Wir verfolgen das auch im Fernsehen. Und das ist halt so, das mal live zu erleben, ist schon eine schöne Sache. Ich fahre selber auch Roller und Mopeds und allem rum und dran. Von daher macht es einem Spaß, auch mal selber zuzugucken. Diese Waghalsigkeit, die Tricks, die sie machen, es ist einfach atemberaubend und es macht Spaß, dazu zu gucken. Freestyle, Motocross und Dirtbike vom Feinsten. Die Rennserie um die Weltmeisterschaft gibt es seit mehr als 10 Jahren und die Fangemeinde wird immer größer. Wir sind auch jetzt aus Bayern draufgefahren, ja, um das hier zu sehen. Ja. Zuerst möchte ich tolle Sprünge sehen und eine gute Show. Und den Sound, den will ich hören. I wanna hear it. Libor Potmol ist ein Star der FMX-Szene. Der 30 Jahre alte Tscheche war schon einmal Weltmeister und 5-mal Vize. Ich bin schon als kleiner Junge Dirtbikes gefahren. Aber ich hätte nie gedacht, damit einmal später Geld zu verdienen. Nun ist es mein Job. Jetzt geht es hier um die WM. Jeder will gewinnen. Die erste Runde wird spannend. Ich hoffe das Beste für mich, aber auch für die anderen. Ich bin mit vielen hier befreundet. Wir machen im Grunde genommen alle dasselbe. Haben dieselbe Mentalität. Wir wollen was riskieren, Gas geben, einfach Spaß haben. Im Rennen bin ich mein einziger Gegner. Wenn ich da draußen einen Fehler mache, werde ich nicht gewinnen. Aber ich werde alles geben. Letztlich liegt die Entscheidung bei den Punkterichtern, nicht bei den anderen Fahrern. Show gehört dazu. Kurz vor dem Wettkampf ist den Fahrern kaum etwas von ihrer Anspannung anzumerken. Natürlich ist es gefährlich. Man kann sich bei diesem Sport ganz schnell schwer verletzen. Aber im Kopf legen sie den Schalter um und denken nicht an die Gefahren? Es ist nie gut, an die Möglichkeit eines Unfalls zu denken oder dass man sich etwas bricht. Ich versuche immer an den Spaß zu denken. Auch Hannes und Luke genießen den Trubel um ihre Person. Letzterer ist mit 16 Jahren der jüngste Profi im Fahrerkader. Ich kenne Luke schon ziemlich lange. Als ich die ersten Wettbewerbe bestritten habe, war er gerade mal 12 Jahre alt. Er war noch ein Kind, ein kleiner Junge. Jetzt ist er größer als ich. Er hat viele Tricks drauf und ist ein großes Talent. Hannes hat in den letzten Jahren die besten Tricks des Sports gezeigt. Wenn er heute einen sauberen Lauf macht, wird er mit Sicherheit auf dem Podium stehen. Aber zunächst steht Luke als junger Shootingstar im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Mittlerweile wissen alle, dass ich relativ gut fahren kann, würde ich mal sagen.
Sie wissen, dass ich Konkurrenz bin und von daher bin ich jetzt auch ein vollwertiger Fahrer, würde ich mal sagen. Ich glaube, am Anfang ist es immer noch relativ schwierig für Ältere, das zu verstehen, dass ich das auch kann. Aber ja, mittlerweile ist es einfach gut. Wir sind alle Freunde und haben Spaß zusammen. Und ich bin sozusagen ein Part von der Familie. Der Konkurrenzdruck ist groß. Rückhalt suchen die Brüder bei Familie und Freunden. Hannes Freundin Katharina ist fast immer mit von der Partie. Wenn es da herausgeht, dann denke ich schon, hoffentlich ist alles gut und es klappt alles, er kriegt die Punkte, hoffentlich nimmt er sich nicht so viel vor. Und dann, weil oft ist es auch so, wenn er sich zu viel vornimmt, dann geht es meistens in die Hose. Ja. Und dann tröstest du ihn, oder? Dann möchte er meistens nicht angesprochen werden. Noch eine Viertelstunde bis zum Beginn des Rennens. Die meisten Fahrer haben sich zurückgezogen und konzentrieren sich auf ihren Lauf. Ja, also man geht vor seinem Lauf nochmal den Lauf durch. Man guckt auf seinen Spickzettel und man weiß, welche Rampe, welcher Trick. Und man geht das einfach nur mal im Kopf durch, um zu wissen, wo du was, wann, wie machen musst. Punkt 8, die Show beginnt. Rund 20.000 Zuschauer sind in die Arena gekommen. Zuerst werden die Fahrer vorgestellt. Bin ich so der Typ, der da vorher bestimmte Rituale hat. Ich gehe einfach raus und habe meinen Spaß am Fahren. Vor allen Dingen vor dem Lauf ist man echt angespannt und man braucht da seine Ruhe und man blendet da vieles aus. Tickets gibt es ab 37 Euro. Luke startet an dritter Stelle von insgesamt 12 Fahrern. Als Frischling in der Weltmeisterschaft muss er sich erst noch bewähren. Der 16 Jahre alte Schüler hat Ambitionen. Also ob es fürs Finale reicht, da müssen natürlich die, ich sag mal, Stars. Relativ zufrieden, es ist ein saustarkes Fahrerfeld gewesen. Ich denke, es geht noch ein bisschen mehr, werde aber auf Sicherheit hier fahren und nicht probieren, hier irgendwas Neues zu machen. Hannes Ackermann! Hannes startet nur einen Startplatz später. Doch Hannes macht an diesem Abend eine ältere Verletzung zu schaffen. Die Chancen auf eine gute Platzierung schwinden. Ich hätte schon gern alles gegeben, aber nach so einer langen Verletzungspause habe ich keine Lust, jetzt wieder zu stürzen und dann wieder so lange raus zu sein. Deswegen lieber ein bisschen weniger dafür, aber für die nächsten Monate mehr. Wie gefährlich der Sport sein kann, erleben die Zuschauer in der Arena nur 5 Läufe später. Der Tscheche Petr Pilat stürzt, nachdem er zu weit über die Landerampe geflogen war. Es sind auch schon Leute umgekommen bei dem Sport leider, aber ja, gehört dazu und damit müssen wir umgehen. Der letzte Weltmeister, also der von letztes Jahr, David Rinaldo, ist ein guter Kumpel von mir. Dem seine Hand ist ziemlich kaputt und er weiß auch nicht, ob die wieder voll funktionsfähig ist oder wird. Und ja, er sitzt jetzt damit an und ist schon eine Scheißsache, genau wie Aigo Sato aus Japan. War auch ein guter Kumpel von mir, ist letztes Jahr verstorben, vorletztes Jahr. Und ja, das ist schon mies, wenn man sowas hört.
Wenn man davon hört, dass einer ja, bei der Sache gestorben ist. Mittlerweile sind es ja sogar schon 7 oder 8 Leute, die dabei gestorben sind. Es ist ja relativ hart, ja, wieder zu fahren. Aber das Fahren macht einfach so viel Spaß und man nimmt das Risiko einfach auf sich und denkt da auch nicht wirklich drüber nach, wenn man fährt. Doch der tschechische Meisterfahrer will die Arena nicht auf der Trage verlassen. Leute, das ist mal ein fetter Applaus. Gefährlich ist es definitiv, aber ja, man kann über die Straße gehen, wird überfahren, kann man auch nichts dafür. Und wir wissen, dass was passieren kann, aber wir blenden es einfach aus. Am Ende schaffen es Luke und Hannes nicht in das Finale. Sieger des Abends wird der Spanier Michael Melero, Dritter der Weltrangliste. Seine spektakulären Sprünge bekommen von den Richtern Höchstnoten. Heute hat es nicht so gut geklappt. Aber Luke hat noch viele Turniere in seiner Karriere vor sich. Ja, er ist 16, seine erste Weltmeisterschaft offiziell, dass er jetzt mitfahren darf. War ein sauberer Lauf, kleiner Fehler, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Ich weiß auch, dass er besser fahren kann. Kritik muss sich jeder vom anderen gefallen lassen. Aufbauende Worte gibt es aber auch reichlich. Er hat sich sehr gut geschlagen dafür, dass er jetzt so lange raus war. Vor allen Dingen 2 Tage Training ist nicht sehr viel. Ja, man muss dann schnell wieder alles auffassen, was man vorher gelernt hatte. Und ich denke, dafür hat er sich wacker geschlagen. Die Brüder werden weiterhin gemeinsam auf die Jagd nach Weltmeisterpunkten gehen. Hoffentlich ohne Hals- und Beinbruch.